Der Spot ist doch schon recht bekannt. An der Stelle war vor einigen Tagen der absolute Hotspot für Erdbeere. Und jetzt soll aber an der gleichen Stelle, soll es losgehen mit Sahne. Und vielleicht ballert hier auch die Schleie wieder drauf. Also, die Stelle ist ja bereits bekannt. Auch ein Video dazu hatte ich ja schon gemacht, wo es hier auf Erdbeere richtig gut abging. Also hier konnte man ein paar hundert Kilo Fisch rausziehen. Allerdings war das mit der Erdbeere die ganze Zeit so, dass man hier eher die normalen Karpfen gefangen hat. Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen und ganz selten mal etwas Seltenes. Und deswegen testen wir das heute hier direkt nochmal. Es gibt so ein paar Meldungen schon von der Stelle hier, wo dann auch wieder die Schleie reingegangen ist, die Kwolsdorfski-Schleie. Und das wäre natürlich der absolute Burner, wenn wir die jetzt hier vielleicht auch noch rauskriegen können. Dafür, na guck mal, das ist doch schon mal ein gutes Zeichen, die erste schöne Schleie. Ja, dafür sollten wir uns natürlich gleich wieder eine klassische Futtermische zusammentüdeln. Also eine Futtermische, die genau wieder passend ist für den Spot, für die Stelle. Bevor wir das machen, ich teste erstmal eben den Untergrund, denn das habe ich hier noch gar nicht gemacht. Also mal eben kurz überprüfen, was wir denn hier für einen Untergrund haben. Wir gehen mal, sagen wir mal so auf, 12 Meter raus, ein bisschen weiter. So, absinken lassen. Und dann ziehen wir hier einmal locker durch. Machen wir mal hier Tempo 15. Und dann ziehen wir jetzt hier. Oh, es ist schon, es hängt ein bisschen. So, schlammiger Untergrund. Und jetzt so langsam müssen wir doch in den Bereich sein. Schlammig. Ja, alles schlammig hier, ne? Ja, komplett schlammiger Untergrund. Also sind wir so doch an für sich ganz richtig unterwegs, beziehungsweise ich gucke mir gleich nochmal das Setup an und dann schauen wir nochmal gleich eben rein. Ich meine, es gab sogar auch noch Leadcore, was extra für schlammigen Untergrund gedacht ist und dementsprechend können wir das natürlich noch ein bisschen optimieren. Was wir natürlich als erstes machen, wir bauen uns nochmal eine Futtermische zusammen für diesen Spot und für die Schleie. Ist ja klar, wir wollen die Schleie, also brauchen wir eine Schleienfuttermische. Futterzubereitung. Hier auf 10 Meter können wir natürlich auch einfach die Bällchen nehmen, 50% aufladen, locker reinwerfen. Weißt du was, machen wir auch mal eben. Also einfach auf Maismehlbasis, weil Schleie und Mais klappt immer ganz gut. Und dann gehen wir hier rein mit, ich würde sagen, wir nehmen mal eine Komponente nochmal mit Mais. Nehme ich auch immer ganz gerne mit rein. Eine Komponente, die immer wieder ganz gut klappt, auch gerade gut funktioniert, wenn man hier mit Pop-Up-Rigs unterwegs ist und mit dem Pop-Up auch einfach nur das Mais zum Beispiel verwendet, dann auch gerne nochmal hier so eine Maiskomponente mit reinnehmen. Dann nehmen wir hier natürlich unsere Sahne, denn wir sind komplett auf Sahne unterwegs und dementsprechend gehen wir hier rein mit Sahne und ich würde sagen, damit wir das Ganze einen richtigen Kicker machen, dann machen wir hier gleich auch noch Soluble Boilies mit rein. Die schreddern wir gleich und dann geht das schon los. Süße Sahne, nehmen wir mal hier beides mal die Achter, die mittelgroßen. Also einmal süße Sahne Feed Pellets, dann nehmen wir die Sahne Feed Pellets und dann, wie gerade schon gesagt, gehen wir hier ins Schreddern rein. Gehen nochmal auf die Sahne, nehmen Soluble, auflösenden Sahne, die auflösenden Sahne-Boilies. Die kicken nochmal richtig. So. Und dann mischen wir die hier auch noch mit rein. Und dann haben wir hier, perfekt, dann haben wir hier die 1, die 1A Sahne Schleienmische. So, zack. Ja, das ist schon richtig, richtig gut. So machen wir das. Und die, guck mal, hier auch noch 10 von 10. Beste Quality. Sauber, wenn das man nicht jetzt hier gleich die Trophies liefert. So. Jawollo. Und es geht weiter. Jawohl, so ist das doch schon gut. Wenn den Spot läuft ohne Futtermische, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann einfach nur erstmal gucken, was ist alles drin, was geht alles rein. Und eigentlich dann erst dementsprechend entscheiden, wonach man das Futter jetzt anmixt. Ja, Schuppenkarpfen der zweite.
Also, wenn jetzt hier Schuppenkarpfen dein Ziel sind, dann nimmt man natürlich vielleicht eher etwas, was so ein bisschen ins Erbsige auch noch geht. Vielleicht sogar noch ein bisschen mal Fliegenmade mit rein oder gehackte Würmer oder sowas. Das kriegt man natürlich auch noch mal ganz gut hin. Also, 10 Kilo Schuppenkarpfen, nicht schlecht. Ich werfe mal direkt wieder aus. Wir haben ja die Bällchen, brauchen kein PVA jetzt gleich anzutüddeln. Und direkt hier der nächste. Es wurden verschiedenste Fische gefangen. Es wurden auch der F1 als Trophy hier schon gefangen. Es wurde jetzt hier die, wie gesagt, die Kwolsdorfski-Schleie gefangen als Trophy. Und jetzt werfen wir erstmal hier vorne. Hier ist ja so ein kleiner Halbkreis schon fast von den Seerosen vorgezeichnet. Da werfen wir jetzt rein die Futtermische. Einmal zubbelt es noch. Ich würde sagen, den nehmen wir mit. Und dann wird hier ordentlich eingefüttert. Jawohl. Also, das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Das macht mich schon mal echt zuversichtlich. Auch wenn es bisher nur in Anführungszeichen die Schuppenkarpfen sind. So sind es trotz allem natürlich Fänge, die reingehen. Fische, die reingehen. Auf 10 Meter Entfernung. Und das in einer ganz guten Frequenz schon. Also das kann sich schon bisher sehen lassen. Gucken wir nochmal eben in die Futtermische jetzt hier rein. Da ist sie 1A Futtermische Schleie. Und jetzt, wie gerade schon gesagt, 50% aufladen. Und nochmal. Zack, und wir landen genau da, ne? Also 20 Meter für maximal, wenn wir maximal aufladen. Und wir werfen jetzt hier Plunsch. Also auf 50%. 10 Mal für den Anfang ist immer ein guter Start. Also kann man immer ganz gut machen. Zack, 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 zack. 10 Mal Futtermische rein. So, keine Ahnung, wie viel das waren. Vielleicht waren es jetzt auch 12 schon. So, reicht erstmal. Also, angefüttert ist. Und jetzt machen wir, ich würde sagen, ich hau vielleicht nochmal so 2-3 Bällchen so gegen 16 Uhr rein. Und dann sollte das eigentlich passen. Wenn wir so in der Menge zwischen 10 und 20 Futtermischen sind, dann ist das alles okay. Und ja, von diesen Komponenten, da ist ja jetzt geschredderter Boily auch noch mit drin. Da sind mittelgroße Feedpellets drin. Von daher vielleicht nicht so ganz viel reinballern, weil man eben den Spot ja auch nicht überfüttern will. Aber ich sag mal, jetzt so mit 10 bis 20 Futtermischen ist das schon gar nicht so schlecht. Irgendwas zuppelt jetzt wieder. Das Ganze muss natürlich auch erstmal noch ein bisschen wirken jetzt hier von der Futtermische. Und die Populationen ändern sich ja jetzt dadurch. Also müssen wir natürlich jetzt gucken, inwieweit das jetzt den Spot beeinflusst. Kriegen wir jetzt hier die Schuppenkarpfen vielleicht etwas weg und bekommen dafür jetzt etwas andere Fische? Das ist natürlich jetzt die große Frage. Im Idealfall gleich die Schleie hier rein. Die wollen wir haben. So soll das sein. Genau so. Also 10 Meter wieder raus. Da vorne zuppelt schon das nächste. Vom Setup her bin ich heute auch ein bisschen feiner unterwegs. Ah ja, das machen wir jetzt gleich noch mit der nächsten Route hier. Und die nächste, jawohl. Jawohl, na, das ist auch schon ein gutes Zeichen. Das fängt auch schon gut an. Wenn wir den Spot jetzt hier tatsächlich schön auf Schleie drehen können mit der Futtermische, ist das genau das, was wir wollen mit der Chance auf die Kwolsdorfski-Schleie. Alter, der Name, ne? Der Kwolsdorfski. Oh, hier war auch schon einer dran. Habe ich gar nicht richtig gesehen. Es ist aber auch... Ne, eine Karausche. Eine Karausche. Aber jetzt gerade mal eben gucken. Wir nutzen mal eben die Chance. Und zwar gab es doch... Ist es nicht das, wo dran steht Schlamm? Hier, schlammiger Untergrund. Genau. Die nehmen wir jetzt hier. Silt. Die nehmen wir jetzt hier mal. 22er Silt. Raus damit. Zack, auf 10 Meter. Denn wir wissen ja, Bleifarbe und Leadcore-Farbe, Bleikernfarbe, ist entscheidend, beziehungsweise hat Scheuchwirkung. Und dementsprechend nutzen wir das. Bleimäßig gibt es da leider kein Blei. Gucken wir gerade mal. Gibt es da leider kein Blei. Hier, das ist Clay. Aber es gibt kein schlammfarbenes Blei. Von daher, wir haben Sandfarben, wir haben Lehmfarben, wir haben grasig-grün, aber eben nicht schlammig. Tja, und dementsprechend können wir entweder, es gibt ja solche, ich glaube die hier, die halten sich im Schlamm irgendwie, oder die halten sich nicht so fest im Schlamm. Entweder geht man so rein
Oder ist es vielleicht gar nicht so ganz entscheidend, weil es im Schlamm einfach versinkt, möglicherweise. Also direkt wieder raus. So, zack. Rein damit. Vom Setup her habt ihr es wahrscheinlich auch schon gerade gesehen, so ein bisschen. Ich bin ziemlich klein hier gerade unterwegs, nur mit einem 6er Haken, also wirklich fein und klein unterwegs, mit geflochtener Schnur jetzt gerade wieder komplett, weil wir ja im Grund unterwegs sind mit sinkenden Boilies, also wollen wir keine aufsteigende Schnur haben, sondern eine Schnur, die auf dem Grund liegt, die sich dem Untergrund schön anpasst und das macht eben hier die geflochtene. Andererseits, wenn wir es hier so schlammig haben, wäre vielleicht eine Kombination mit einem kurzen Vorfach nicht schlecht und aufsteigenden Boilies, dass das so ein bisschen überm Schlamm ist. Wäre vielleicht auch noch eine Idee, oder? Machen wir mal gleich vielleicht so ein 15 cm Pop-up hier vielleicht drauf. Nehmen wir mal das Setup hier gleich direkt. Und dann testen wir das doch mal. Und es bimmelt direkt weiter. Sehr gut. Aber einen Test müssen wir machen. Also das Testen macht einfach immer wieder Bock, ne? Probieren, probieren, probieren. So, wo sind wir? Wir nehmen mal 30 cm, ist mir alles zu lang. Hier, 10 cm, das ist doch gut. Ja, 10 cm, 18 Kilo. Ich bleibe beim 6er Haken. Das bleibt alles so, wie es ist. 10 cm geht das jetzt quasi nur hoch. Und dann gehen wir hier aber auch rein mit Pop-Up auf Sahne. Pop-Up Boily 16 und mit Sahne Mais und Sahne Dip, jawohl. Und dann lassen wir das Ganze jetzt hier auf 10 Meter, ab in den Schlamm rein. Und die Pop-Up-Boilies tun das, was sie halt gerne tun. Sie poppen jetzt ab nach oben. Ja, aber das sieht doch schon gut aus. Sie poppen ab nach oben. Und im Idealfall stehen die jetzt halt knapp überm Schlamm. 7 Kilo, also Schuppenkarpfen, Schuppenkarpfen, Schuppenkarpfen. Grundsätzlich von der Frequenz her schon mal gar nicht so schlecht. Kann man alles machen. Also, gar nicht so verkehrt. Ich glaube, ihr habt schon alle erkannt, wo, ne? Also, ich gucke nochmal eben hier auf die Map. So, das ist hier die Stelle, wo hier theoretisch der Anleger angezeichnet ist. Also, direkt hier auf die 10 Meter. Sind das 10 Meter? Ja, wir landen ungefähr hier tatsächlich, ne? Ich denke auch so mit 8, 9 Meter wäre vielleicht auch noch möglich. Dann ist man hier direkt in diesem Kantenbereich. Ja, 10 Meter, nee, das hier sind ja ungefähr 10 Meter. Also bis hierhin sind ungefähr 10 Meter. Hier sind wir sogar schon. Eine Kastenlänge 25 Meter. Hälfte sind 12,5. Also gehen wir noch ein Stückchen zurück. Wir landen sogar vielleicht hier in der Area. Im Grenzbereich zu der 2,2. Mit Sicherheit auch eine Möglichkeit, hier mit einer Stippe zu stehen. Auch bestimmt eine Option. Aber das sieht so, das ist so komisch, ne? Das sieht so, so wenig aus, ey. Also die Map hier, ne, man kennt das einfach nur von den ganzen großen Maps, aber hier in diesem kleinen Bereich, das sieht so komisch aus. Hammerhart, ey. Also, so sieht das Ganze aus. An der Stelle ist es. Und vom Setup her wieder mal eben mit Kokossahne. Kokossahne auflösend. Alles hier nicht mit Kokossahne. Eigentlich nur mit Sahne. Kokossahne wollte ich gar nicht. Was macht er denn hier? Genau, doch, auch wieder Kokossahne. Nein, ich habe die verkehrten genommen. Aber hat funktioniert. Aber ich nehme sie trotzdem runter jetzt. Ich wollte nur auf Sahne. Nix mit Kokossahne. Sahne, Sahne, Sahne. Die hier hinten, die will ich. So. Volle Sahne ohne Kokos. So, und jetzt haben wir natürlich hier ein bisschen ein verfälschtes Ergebnis für den Anfang. Aber Kokossahne hat er halt auch geliefert. So, Sahne 14. Als Pellets und Sahne. So, siehste. So soll das aussehen. Komplett auf die Sahne. Also Sahne 14, Sahne 16. Wie gesagt, auflösende Boilies, immer wieder einen Kicker. Und eben Sahne als Dip. Alles nur auf einem 6er Haken. Sehr klein unterwegs jetzt gerade hier wieder zum Testen. Wenn ich merke, okay, das ist ganz gut, gehe ich vielleicht wieder hoch auf einen 1er oder einen 4er Haken erstmal. Und dann lübt das. Na guck, auch auf dem Pop-Up-Rig hier direkt komplette Sahne, allerdings auch wieder die Schleie. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kriege ich jetzt hier noch mehr Schleien hin? Oder wird das hier einfach ein Beifang, eine Beifangsgeschichte? Also bisher wieder keine seltenen.
Vielleicht, also das, was ich schon gesehen habe, waren, wie gesagt, auch die kleinen F1, also dieser Hybrid zwischen Karausche und zwischen dem Schuppenkarpfen. Aber, tja, die Schleie ist nach wie vor das Ziel. Und ja, hier so schön mit dem Eimer. Mit dem Eimer ist das natürlich ein wunderbares Szenario hier. Fehlt nur noch der Schirm. Und dann sind wir hier bei dem Regenwetter. Ja, vielleicht auch nicht ganz ideal, ne? Wettertechnisch würde ich, glaube ich, auch eher auf ein bisschen Sonnenschein warten. So schön warm für die Schleie. Und was wir ja letztens schon gemerkt haben, die Schleie ging ja nochmal richtig gut bei warmem Wasser. Wir haben gerade wieder normales Wasser. Auch das vergesse ich zurzeit noch. Das muss ja auch immer gesagt werden. Gerade beim Karpfenangeln jetzt an den Gewässern, wo es entscheidend ist, sollten wir auch das Wasser mit erwähnen und im Blick haben, damit man das auch vernünftig nachmachen kann. Also normale Wassertemperatur, 10 Meter ausgeworfen, komplett auf Sahne. Alles hier an dem Spot 67, 58. Ich glaube, nun haben wir alles. Attacke, Vollgas, Petri Lümmels, rausziehen die Brocken. Und vielleicht ballert ja bei dir die Kwolsdorfski-Schleie rein. Mann, wie ich das Ding suche. Petri, bis zum nächsten Mal.